Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schiri Game Simulator. Diesmal ist der Markus mit an Bord. Er spielt zwar nicht mit, aber er ist dabei. Genau, ich bin nur voice-mäßig dabei. Überre halt, denk mal gerade, was der Thomas noch What nebenbei the da macht. fuck? Okay. Halt, ich finde das ziemlich lustig, wenn ich da seine Voice-Sache mitkommentieren kann, irgendwie. Weißt du nicht, was ich mache? Ich habe gerade ein Genau. richtiges Problem. Bei mir ist gerade meine Piste komplett im Arsch, kein Schnee. Dann kehrt es quasi nur. Was mache ich da mit dem Ding? Bin so doof, ich merke mir das gar nicht. Was? Na, wenn ich mit dem hinten drüber fahre, präparieren, oder? Genau, Walze ist das oder sowas. Ja. Oh, meine Piste ist gerade am Sterben quasi. Aber es schneit, das ist schon mal gut, aber. Meine Piste ist im Arsch. Du brauchst wahrscheinlich Schnee, keine Ahnung, Ich was brauche eine irgendwas. Schneekanone, dringendst, ja. Das schaut schon aus wie Und beim Landwirtschaftssimulator Feld. dein Mit Schild links weißt du hast du schon, wie du geschrieben. bewegst. Mit der Aber ich. rechten Maus, dass du kannst so kippen und ich glaube, mit links kannst du es hoch und runter. Na, das. Ach so, es sieht so aus wie. Nein, ich probier's da und ich muss gerade kämpfen gegen die Naturgewalt. Jetzt scheint wieder die Sonne. Ah, es ist einfach. Ja, ich habe das vor einem Jahr circa kurz so angespielt, hab's aber selber nicht. Halt, ich habe nur die Demo gespielt oder sowas. Ja. Und das mit den Schneeräumen, das muss man ja nachher nur auf dem Parkplatz oder soweit ich weiß. Habe ich auch gelesen, Und ja. nur wenn du ihn besitzt. Ah, den muss Halt, ich den mir musst du nachher kaufen. kaufen und so weiter. Halt, wenn du die zweite Station da kaufst, die Ja. zweite Talstation, dann Ja. kannst du dir den Parkplatz auch kaufen oder so. Und dann kommen mehr Leute und bla bla. Oh, nice. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe das noch nicht so wirklich kennt, nur vom Hören und Sagen, und ich finde es ziemlich gut. Es ist, ja, das war damals für mich so, oh, was ist das für ein Dreck? So irgendwas. Ja, gibt zwar schlechtere. Alleine ist es auch, halt, alleine ist es richtig Das mühsam stimmt, aber da und werde ich es nicht ewig spielen. Also es ist da was geplant. Ich glaube, ich weiß, was geplant ist, aber Ja, ich sag's du. jetzt nicht. Na, sag's nicht, weil ich sag's auch noch nicht. Und ich sage auch noch Genau. nicht, ich darf nicht sagen, dass da vier Special Parts kommen. Also das können wir sagen beim Guten. Und aber wir sagen nicht was. Okay. Du warst das. Aber du darfst es auch nicht sagen. Special Pass. Ah, die Ja, Special ja, ja, Pass. ja, ja, ja. Die sind wirklich geil. Ja, ich weiß, halt, ich weiß nur, um was gegangen ist, Ja, aber ich ja. weiß auch nicht. Ich habe selber nicht mitgemacht und ja. Ja, das ist Wahnsinn. Bin gespannt. Doch, das wird sicher super. Ich hab mittlerweile habe ich schon ein Ding gesehen, aber Facecam. Dafür deine Aufnahmen. Na, von demjenigen, den wir da mitgehabt haben. Ah, okay. Ich werde da den Link nachher geben. Aber sagen wir so, du wirst po. Na, jetzt hätte ich jetzt positiv gesehen, du wirst überrascht sein. Okay. Ja, Mann. Also es ist immer interessant, wenn man die Stimme hört und wenn man nachher ein Genau, und wenn Gesicht man hat. dann den Ja, Charakter dazu sieht. das ist schon cool, finde ich. So, was wollt ihr jetzt machen? Schneekanone abholen. Schneekanone. Wo kann ich die Schneekanone anhängen? Auf jedes Auto. Ich habe keine Ahnung. Halt, ich weiß nicht, was für eine du kaufst hast. Es gibt ein paar, die sind so selbstfahrend, da gibt es welche, die sind zum. Ich glaube, bei du hast ja das die Erweiterungs-Dingsbums. Da kannst du ja auch platzierbare Schneelanzen, das was du nicht gewusst hast, was eine Schneelanze ist. Ja, Die was ist das? Schneelanzen, das stellt man um, halt sieht man heutzutage, ist das die hauptsächliche Beschneiungsanlage, die was neben der Piste so hohe Lanzen stehen, wo nachher oben sozusagen auf die Piste einfach beschneit wird. Und das sind fixe stationierte. Okay. Die Ich hab stellst du mir nachher neben der Piste sozusagen auf und gedacht. die Ja. schalten sich sozusagen ein oder schaltest du kannst einschalten oder Ach so irgendwie. so. Quasi die automatische Geschichte noch an das zum Erledigen. Genau. Weil ich hab mir wirklich ehrlich dummerweise denkt, das ist einfach nur so wie Feuerlöscher, mit dem renne ich mal dumm und. Oh. Nein, das sind so hohe, das sind so, keine Ahnung, so 5 Meter hohe Lanzen. Das schaut aus wie so Ah. ein Metallrohr, das was oben ein bisschen Ja. gebogen ist. Und oben ist nachher so die Düse, wo sozusagen der Schnee rausfällt. Okay, Oder wo das nice. Wasser hinausgesprüßt wird, weil es nachher zu Schnee wird. Du bist ein richtiger Profi. Naja, ich bin Oh. Skifahrer und Bist deswegen Skifahrer? kenne ich den. Ja. Oh, der Christbaum leicht. Ein Österreicher, der nicht Skifahrer Ja, ist. es glauben wir alle Ausländer, dass Österreich nur aus Bergen besteht. Ja, Na, stimmt ja geh. auch. Das schon mal, schau mal bei dem Fenster raus. Bei mir ist kein Berg in der Nähe, das sind maximal Hügel.
Ja, schau ein bisschen in den Süden hinunter, dann hast du schon die ersten Ja, Berge, hast du schau, aber. Schnee, Schneeberg und. Ja, Rax und Ding ist da, Rax, Semmering ist genau. da, aber und ja, trotzdem. Es gibt da Plätze in Österreich, wo man nicht Ski fährt. Mike kennt jetzt Schneeschaufeln. Ah, da bin ich jetzt richtig. Das ist am coolsten, habe ich gefunden, die Schneefräse. Ja, auf die freue ich mich auch schon. Ich bin noch gerade dabei, dass ich meine Schneekanone transportiere. Und mein Geld ist jetzt komplett weg, weil ich habe mir jetzt die Schneekanone um 100.000 gekauft. Ja, aber du verdienst hier, glaube ich, relativ schnell Ich mit der habe jetzt, Beschleunigung. und außerdem ist mir empfohlen worden, dass die Preise nicht auf wenig stellen. Ich habe mir gedacht, ich mache das, damit mehr Zuschauer kommen oder mehr Touristen. Aber ich habe es nachher jetzt auf normal oder empfohlen gestellt. Das heißt, das sollte viel besser sein jetzt. Ja, weil du einfach mehr verdienst, also stimmt Genau. schon. Und das Gute ist einfach bei dem Spiel, du verdienst halt relativ schnell Geld, weil du kannst die ganze Zeit auf 240 laufen und es passiert nicht wirklich viel. Außer du hast nachher mehrere Pisten, wo du dich kümmern musst drum. Das freut mich, aber so der Sinn dahinter gefällt mir recht gut, muss ich sagen. Also, wow, verdruckt. Also, ich finde das jetzt nicht schlecht, dass man da jetzt, man kann viel machen. Also, ich bin positivst überrascht. Ja, man halt, es ist halt mit den Missionen Alter, abwechslungsreich. Das das kann man ist ein dann. Scheißspiel. Jetzt hat es geschneit, Was? ich komme da jetzt, hol mir mein Schneemobil, jetzt schneit es, jetzt ist meine Piste wieder voll. Ein Was so ist deine ein Piste Scheiß. voll? Ja, ich habe schon den Boden gesehen von meiner Piste, nicht? Ah, okay, ja. Und jetzt hat es geschneit und jetzt ist meine Piste wieder. Naja, ist irgendwie sinnvoll, oder? Ja, jetzt haben wir 100.000 am Bauch gehauen, oder? Naja, du wirst das irgendwann wieder brauchen. Ja. Du kannst ja einen Riesenberg Schnee jetzt machen und den herumschieben mit deiner Pistenpuppe. Wirklich? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich stelle mir es halt so vor, dass du da so die, Schnee, die Schneekanone irgendwo ausstellst, dann einen Berg machst und dann musst du das hinschieben mit dem Schnee, mit der Geil, das Pistenpuppe mit geht Schild. wirklich. Das frische Schild mit der. Weiß zwar nicht, ob es Sinn macht, wenn ich das gerade mache. Weil das hast du, wenn du du hast manche Stellen beim ersten Mal auch schon präparieren, die was kahl waren, halt wo das Steiner Genau. rausgeschaut hat. Da hättest du auch schon mit dem Schild ein bisschen runtergehen können, bei manchen Stellen sicher, und ein bisschen Schnee dorthin, dass dort mehr Ah. liegt. Okay, bist ein Stelle richtiger ich mir jetzt halt so Profi. vor. Ich stelle mir das halt so vor. Okay, ne, aber gar nicht so. Ob's wirklich ist, ist doch was anderes. Wahrscheinlich dann nicht, aber egal. Die Idee Ja, ist das nicht schlecht. ist. Es klingt logisch. Ja, ich kann mir halt nur so, dass das irgendwie zusammenhängend ist und. Aber da gibt es keinen Helfer, der mir die Arbeit da nimmt, oder? Weil was. Du hast beim ersten Mal überklickt, wo deine. Halt bei deinem ersten Part war das, glaube ich. Wo da war sozusagen ein Missionszeichen. Ihre Piste ist nicht präpariert, bitte wählen, Ja, bitte stellen Sie ja. einen Helfer ein oder sonst irgendwas. Und ich glaube, da kannst du ausbilden, dass sie automatisch präpariert wird. Das kostet dich nachher, weiß nicht, 10.000, aber dann ist sie automatisch präpariert. Okay. Ja, das habe ich meistens dann gemacht und habe nachher nur Transportmissionen gefahren mit meinem Shido-Dings. Ja, weil es ist ja mit einer oder zwei Pisten geht es ja nur leichter, aber es ist ja dann schon viel, sage ich jetzt einmal. Und das meiste habe ich Geld verdient mit dem Skiliftfahren da, mit dem manuell. Ja, bin ja auch Weil da schon mal verdienst gefahren. ja wahnsinnig viel. Das ist ja, du fährst da so in die. Du musst nur schauen, dass du immer schön im grünen Bereich bist, dass du keinen Verlust hast. Und dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Okay. Ich sollte ja dann nochmal probieren. Ich habe jetzt ein Spiel jetzt gerade auf leicht, aber. Ja, das Cube World ist auch irgendwie, ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt. So Spezialding ist das jetzt auch wieder nicht. Fällt's dann noch nicht, weil das wird noch zu wenig sein. Ja, genau, es ist wirklich wenig. Es gibt ja schon Städte, es gibt schon NPCs, aber alles, was du irgendwie anklicken kannst, steht dann dort, dass das nur nicht benutzen. Wie ist die legendäre Aussage von dem Spiel? Ah, Nothing special. ja, There irgendwie is so irgendwie. nothing special. Ja. Und der geile Klingelton beim Händler. Also der ist ja Der war auch episch. super, ja. Wie beim alten Ja, das. Mario oder so. Wo man Ja. sich denkt, wow, was ist da jetzt? Und Ja, da ich hab ist mich nur auch Händler. geschreckt. Man denkt, irgendwo kommt gleich Endboss und haut mich nieder, aber. Nein, es ist nicht schlecht. Also ich finde die Nein, Sterze es ist viel super. und viel Potenzial, glaube ich, dahinter. Ja, also, aber da muss ich jetzt wirklich, also steht in der Games da drin, also im Test von dem, dass da jetzt wirklich, da weiß noch nichts Besonderes, aber es ist halt wirklich noch viel Potenzial, weil es gibt schon so kleine, wo du denkst, hu, komisch.
So, was ist da jetzt? Requisiten für Charlotte? Lachen? Hä? Muss was liefern. Schauspielergruppe. Ich tu was liefern, ja. Muss der Jeanette Biedermann was liefern? Wahrscheinlich, ja. Die schaut eh Shit. nicht schlecht aus. Die ist lieb, ja. Die ist wirklich lieb. Aber ich habe jetzt den deppernden Transportschlitten irgendwo am Arsch der Welt beim Händler. Und ich muss jetzt da schnell hinfahren. Mama mia. Ich habe mir das so gemacht, dass ich meinen zweiten gekauft habe, noch relativ bald. Ja, ist ja nicht teuer. Ich verdiene jetzt schon relativ gut, aber auf das habe ich nicht gedacht. Und den einen auf den sozusagen Transport und den anderen auf den Notfallschlitten. Oder hast du den Schlitten auch braucht zum Schneekanonen transportieren? Ja, habe ich braucht, Ah, das okay. sind mein Equipment, mein Transport- und Unfallschlitten steht jetzt beim Händler. Aber ja, ist egal. Wird schon irgendwie hinkriegen. Die Zeit ist ja relativ günstig, außerdem fängt das erst an, sobald du dort aufgenommen hast. Das ist sehr gut gemacht, muss ich sagen. So, 4 Minuten noch. Der Part ist gut angekommen, jetzt können wir schon drüber reden. Der Part, wo wir abgebrochen haben am Schluss aus Versehen beim Landwirtschaftssimulator. Ja, das habe ich. Der Ich habe ihn ist. Der vorher ist kurz so angeschnitten. Ich habe kurz durchgeklickt wegen hat Kommentaren er und so weiter. geliked? Liken ist so wichtig. Na, liken Markus, vergesse ich wirklich. Das jedes ist wirklich Mal. das Wichtigste für einen YouTuber, weil du in der Suche aufsteigst. Das ist schon extremst. Ich habe in 2 Tagen jetzt über 2000 Klicks. Alter, gibt er das? In zwei 2000, halt Tagen. 1000. Pro Wobei, den Tag, kannst du ja ja. schon zum Guten zum Netzwerk. Das muss man öfters wie Wieso? Sie schreiben, du musst ja nur den Tag nachher aussehen sagen, dass ja. du. Du hast auf den Tag 2000 Klicks gehabt, das muss ja reichen. Ich glaube, da Nein, freut es sich war nicht. Wochenende und Wochenende ist immer mehr. Aber das ist extrem viel, finde ich. Ich habe schon mal Tag gehabt, wo ich 931 gehabt habe, dann am nächsten Tag wieder 700 oder so. Aber 2000 ist für mich schon extrem viel. Weil ich nur 600 Abonnenten habe. Andererseits kannst du dich da fragen, warum habe ich 2000 Klicks, aber nur 600 Abonnenten? Wollen mich die nicht abonnieren? Vergessen die oder sonst was? Das ist auch immer so zweischneidiges Schwert, nicht? Aber egal. Ja, ich glaube, das hat man automatisch. Ich Ja, so tue bist du ja mit auch nicht Likes. jedes. Das ist Ja, wahrscheinlich. ich tue auch nicht jedes Video, was ich halt, wo ich abonniert habe, anschauen. Na, na, eh, aber ich habe ja viel mehr. Oh, bin niedergeführt worden. Ja, na, das verstehe ich. Aber ich denke mal so allgemein, ich habe immer mehr Views am Tag, immer, als wie Abonnenten. Also so mein, ja, das sind einfach die Leute, die nicht abonnieren oder die keinen Account haben. Ganz einfach. Jetzt habe ich Ich ein habe Problem. erst einen YouTube-Account seit, muss ich ehrlich sagen, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Okay, ich habe ein Problem. Ich habe meinen Schlitten festgefahren. Kann man das irgendwie zurücksetzen? Geht's nicht so wie beim LS? Dann nimm halt die Schneeraupe und du, keine Ahnung, Ja, ich stecke gerade am Arsch dagegen der fahren. Welt. Ja, die Idee ist gut, aber ich stecke gerade wirklich am Arsch der Welt. Das geht nicht, die Transportmission kann ich vergessen, aber ich muss sie machen. Anders geht's nicht. Nur aufpassen, dass du nachher nicht mit der Pistenraupe auch noch hängen bleibst. Alter, das war pisto deppert. Das war ziemlich scheiße. Da musst du eine Maschine kaufen, die du dir nicht leisten kannst. Ich kann mir wirklich gerade, also jetzt habe ich zwar wieder 15.000, aber es ist trotzdem nur wenig. Weil würde man gerne diesen Salzräumstreufahrzeuggedöns kaufen, den finde ich ziemlich cool. Ja, aber vergiss es nicht, du brauchst einen Frontlader. Oder Kann ein man nicht. Radlader, dass du dir das Salz einfüllen kannst. Kann man das nicht hinfahren und erdrucken? Nein. Halt, zumindest habe ich es einmal ausprobiert und da ist nicht gegangen. Komisch, ich glaube, es ist so durchgestanden, dass man beim Salzdepot. Aber es stimmt, ich denke auf das halt einfach. Aber es ist ja, es war ja eh wurscht. Weil dann muss ich halt nur mal ein bisschen Kohle sparen. Pistenbully. Sind die anderen Pistenbully halt einfach schneller und stärker, oder? Ja, und ich glaube breiter. Ach so, das ist ja auch sinnvoll, ja, auf das habe ich gar nicht gedacht. Halt schätze ich jetzt so grob. War so deppert, ich hab glaubt, das ist eine Sprungschanze und das ist irgendwie nicht ausgegangen. Ist doch mal. Ja, du ohne Rücksitzfunktion, das ist gleich so wie. Weiß nicht. Der Agrarsimulator oder ein funktionierender Agrarsimulator mit dynamischem Boden. Ja. Ja. So, irgendwie.
Ich finde es ja gar nicht mehr bei Schneemobil. Ah, da glaube ich bin ich. Ah, da bin ich richtig, okay. Ein so ein Schaß. Rettungsmission, sind wir da unterwegs? Ja, Mission haben wir verloren, das ist schade. Ja, egal. Ah, apropos schade, der Party ist schon zu Ende. Das heißt, wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dann, tschüss. Schnell. Servus.